Hi Leute, ich bin hier bei Netto und ja, ich kaufe mir so ein paar Sachen, die mir halt gefallen. Und ja, zum Beispiel, mir gefällt zum Beispiel die Carly Kugelblitz. Das ist so eine Hausmarke von Netto. So Schokohörnchen von dieser Marke. Und ja, gucke mal, ob es... Ah, das ist meine Lieblingsmarke. Auch eine Hausmarke, eine Netto-Eigenmarke. Das gefällt mir am liebsten. Mit Butterzucker. Schauen aus wie frisch von... frisch von... Man kennt doch zum Beispiel diese Krebsstände, wo man Krebs kaufen kann. So in einem ja, Waffelmaschine. Wie frisch von Waffelmaschine schaut das aus. Ganz frisch. Obwohl es eigentlich vielleicht, keine Ahnung, wann das produziert wurde, aber naja. Aber die schmecken wie frische, weil die ist das immer noch weich und lecker. So, und dann gefällt mir noch solche Popcorns. Manchmal kleben die, weil das Zucker, und manchmal kleben die miteinander halt. Aber heute kaufe ich mir nur das hier und einen NLC der Eigenmarke Poster von Netto. Das ist ein Eigenmarke von Netto und Edeka und Mark auf. Die bieten nur diese Marke hier an. Also Poster. Manchmal nehme ich mir Schokotrink. Auch eine Eigenmarke von Netto. Ist viel günstiger als zum Beispiel sowas hier. Das kostet zum Beispiel 89 Cent. Von Tabaluga. Ja, ich wollte euch nur mitnehmen zum Einkaufen, also was ich am liebsten kaufe und Kleinigkeit zum Snacken kaufe ich auch manchmal, Chips oder die Erdnüsse, die im Teig ummantelt sind. Die schmecken so wie die echten, von echten Markenherstellern, die man so kennt. Fast ähnlich schmecken die, aber schmecken trotzdem gut. Ja, zum Beispiel, nee, das ist mit Barbecue. Ich mag die lieber nicht so was mit Barbecue. Ich mag die ganz normalen. Wie das hier zum Beispiel von Lorenz. Schmecken auch sehr gut. Naja. Wenn ich die finde, hoffentlich finde ich die. Ohne Barbecue. Vielleicht gibt es die auch. Also wenn ich finden würde, dann hätte ich mir die gekauft. Aber vielleicht ist das ein bisschen komplizierter zu finden. Das ist alles durcheinander. Naja, ich wollte euch nur mitnehmen und bald kommen wieder neue Videos und deswegen bitte ich um etwas Geduld, wann es ungefähr neue Videos kommen sollte, außer nur das. Weiß ich das noch nicht, aber vielleicht mal spontan, vielleicht am nächsten Tag spontan vielleicht oder vielleicht nach einer Woche oder nach zwei Wochen ungefähr. Und ja, bis dahin, was ich immer noch mache, und tschüss.